www.onlineradio-düren.de. Alex, das war heute, ich würde fast sagen, ein bisschen mehr Arbeit als ihr erwartet hattet, oder? Ja, nee, würde ich nicht sagen. Also wir haben gewusst, dass es ein schweres Spiel wird hier auswärts. Beim FC Düren, die haben das in der ersten Halbzeit haben sie es gut gemacht, aber in der zweiten Halbzeit hat man dann, glaube ich, einen klaren Klassenunterschied gesehen. Haben wir es auch seriös runtergespielt, müssen natürlich früher 3-4-0 machen, dann ist das Ding noch früher durch, aber insgesamt können wir zufrieden sein ja, und sind auch glücklich. Die Düren haben das erste Halbzeit richtig gut gemacht, ne? Ja, auf jeden Fall. Sind teilweise auch sehr hoch angelaufen, haben sich nicht hinten verschanzt. Ja, aber wir haben es gut gespielt, wir haben sie viel laufen lassen und dann war es klar, dass sie eigentlich in der zweiten Halbzeit dann mehr oder weniger ein bisschen einbrechen. Ja, deswegen alles gut. Jetzt wartet am 25. ein Drittligist auf euch. Die Chance auf den DFB-Pokal, das muss doch eigentlich Hügel verleihen. Auf jeden Fall. Also wir gehen da, das wird ein 50-50-Spiel. Wir gehen da, glaube ich, nicht als, ja, oder Köln geht da, glaube ich, nicht als Favorit unbedingt in die Partie, sondern es wird ein offenes Spiel. Die sind auch noch bis zum Schluss im Abstiegskampf. Von daher freuen wir uns drauf und ja, hoffen wir auf so viele Zuschauer oder auf noch mehr Zuschauer wie letztes Jahr und dann können wir da dieses Jahr mal eine Party feiern. Okay, danke.